Hallo Leute, hier ist wieder der Stefan von Auto Akimbo. Ich habe mit Entsetzen festgestellt, dass mein letztes Kanalupdate schon im August war, also doch schon lange her. Und seitdem hat sich ja schon wieder ganz viel verändert, sei es technisch bei mir. Dann werde ich kurz sagen, wie nach 10 Monaten YouTube Vollzeit bereue ich den Schritt oder finde ich ihn gut. Dann stelle ich fest, dass meine Arbeit immer wichtiger wird, weil wenn du heute Tagesschau anschaust und dir die Themen anschaust, das kommt mir mittlerweile so ein bisschen wie X-Factor von Jonathan Frakes vor, wo man sich danach dann fragt. Sie denken, das hätten wir uns ausgedacht? Ganz recht, das haben wir auch. Stimmt das, was wir euch gesagt haben? Oder haben wir euch angeschwindelt? Und auch hier werde ich kurz zeigen, wie man die Wahrheit rausfindet. Im Übrigen hat sogar der Klaus Kleber selber jetzt in Rente gegangen und selber gesagt, Journalismus, Ideologie vergiftet den Journalismus. Also wie finde ich die Wahrheit raus? Dann natürlich, auf YouTube geht es ja nicht ohne Hater. Wie schaut es da aus? Was sind da die neuesten Sachen? Es ist ja immer wieder recht lustig, muss ich sagen. Und natürlich, was kommt auf uns zu? Welches Großprojekt will ich in 2022 starten? Vielleicht sogar schon in den nächsten Tagen. Welche anderen Projekte zum Thema Krisenvorsorge kommen? Und wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Los geht's! Bei mir hat sich natürlich unglaublich viel geändert. Ich habe 2021 den Schritt gewagt und habe mich hauptberuflich selbstständig gemacht mit YouTube. Ich war vorher schon selbstständig, insofern hat sich nicht so viel geändert. Aber doch einiges. Ich gehe halt nicht mehr mit Hemd und Krawatte ins Büro, sondern mit einem Pulli. Das ist mal das Ding. Ich habe eigentlich früher feste Öffnungszeiten gehabt. Die habe ich jetzt eigentlich nicht mehr, bin jetzt sogar früher im Büro. Das wäre früher undenkbar gewesen, aber heute freut es mich einfach. Das macht dann einfach viel mehr Spaß, als wie jetzt irgendwelche Baufinanzierungen oder sonstige Geschichten, wo du immer Ärger hast mit der Bank oder mit dem Kunden oder sonstiges. Ja, aber es ist definitiv nicht weniger, aber das, wie ich eigentlich gehofft hätte, es ist definitiv eher mehr. Also 60, 70 Stunden die Woche ist eigentlich bei mir mittlerweile normal. Also auch am Wochenende wird gedreht, wenn es da gerade schon wieder ist. Naja. Ich bin auch froh, dass ich es hauptberuflich mache. Ich könnte es gar nicht mehr anders machen, weil die Recherchen, die ich mittlerweile mache, die sind so umfangreich. Ich bin international auf irgendwelche Seiten unterwegs. Ich habe die letzten 4 Nächte bis jeweils 2 Uhr morgens recherchiert. Auch für mein Großprojekt, muss ich dazu sagen. Und davon kommt halt dann, wenn ich so viel recherchiert habe, so ein kleiner Teil dann letztendlich in die Videos. Ich habe mich technisch aufgerüstet. Ich habe 2-mal letztes Jahr mir einen neuen Laptop gekauft. Ich will das deswegen jetzt sagen, einfach um die Leute zu zeigen, die Kanalmitglied haben oder eben mit PayPal-Spenden mich unterstützt haben. Euer Geld habe ich zu 100% in Technik investiert. Neue 4K-Kamera am Start, eine 360-Grad-Kamera, eine GoPro. Ich habe eine Profi-Schneidesoftware mittlerweile, DaVinci Resolve, habe mir dazu noch den Speed-Editor geleistet, der einfach dieses Rädchen hat, wo du einzelne Frames weitergehen kannst, da wo ganz viele Funktionen schon vorbelegt haben, wo ich nur noch aufs Knöpfle drücken muss, wo ich früher mehr zueinander hat. Das heißt für mich, die Schneidezeit hat sich halbiert, beziehungsweise die Schneidezeit ist gleich geblieben und meine Projekte sind einfach sehr viel aufwendiger geworden. Das merkt ihr mit mehr Einblendungen im Hintergrund, mit Sonstiges. Auch für den Sound habe ich einiges getan. Ich habe mir zum Beispiel 2 Boxen gehört, richtig gute, dass ich jetzt diesen Sound überhaupt höre. Das war am Laptop gar nicht möglich. Und deswegen habe ich auch zum Beispiel hier dieses kleine Funkmikrofon jetzt, weil ich habe hier einen riesen Raum, ich habe alles versucht, ich bringe den nicht hallfrei. Mit dem wird der Hall zumindest einiges gedämpft gegenüber der normalen Richtmikrofon, mit dem ich früher gearbeitet habe. Ich habe ein neues Greenscreen-Studio, das seht ihr hinter mir, das ist natürlich doppelt so groß wie das alte. Gibt mir einfach viel mehr Möglichkeiten, so wie heute, wenn es leider regnet und nicht in den Wald gehen kann, was ich ewig schade finde. Aber es ist halt mal so. Also, euer Geld wurde gut investiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bin heilfroh, dass ich den Schritt zum Hauptberuf gemacht habe. Insofern finde ich es ganz cool. Ich habe unglaublich viel Leute kennengelernt. Vom Politiker sogar bis zum Bundestagsabgeordneten geht es. Ich war 2-mal im Fernsehen. Also es ist unglaublich, was sich in diesem Jahr bei mir getan hat. Und dafür sage ich mal vielen, vielen Dank, weil ohne euch Zuschauer wäre das überhaupt nicht möglich. Ich stelle mittlerweile tatsächlich fest, dass meine Arbeit immer wichtiger wird. Es ist so unglaublich, das gelingt, aber unsere Medien bringen kaum noch die ganze Wahrheit. Das ist, wie ich vorher schon gesagt habe, für mich kommt die Tagesschau mittlerweile eher so vor wie Jonathan Frakes X-Factor. Nun, ist unsere Geschichte über diese seltsame Rettung die Wahrheit
oder stoßen wir einmal mehr ins Horn der Lügen. Nicht dieses Mal. Unsere Autoren haben übertrieben. Haben wir euch angelogen oder haben wir die Wahrheit erzählt? Bei manchen sagen sie es und bei manchen eben nicht. Ich habe jetzt auch, das hat mittlerweile auch der Klaus Kleber kritisiert, also die deutsche Medienlandschaft, der hat ganz klipp und klar gesagt, Ideologie vergiftet den Journalismus. ZDF-Moderator Klaus Kleber übt Kritik an Journalisten, die sich erkennbar mit der Sache nie vertieft beschäftigt haben und am Programm der Öffentlich-Rechtlichen. Also was ich zum Beispiel, das haben wir am Faktenfuchs gesehen, da haben irgendwelche Mädels irgendwelche Geschichten erzählt, die absolut nicht gestimmt haben. Und sowas ist dann der Faktenchecker-Fuchs oder der Faktenfuchs. Ja, es braucht konfrontative Angebote anstelle von journalistischem Konsens. Zudem verrät er seine Meinung zum Gender. Wir haben das übrigens jetzt auch mehrere Journalisten bestätigt, zum Beispiel auch hier Journalist aus der Gegend. Also ich kenne jetzt mittlerweile drei, die aufgehört haben, weil die einfach gesagt haben, früher war das Wichtigste, dass du gut recherchierst und wehe, da war irgendein Fehler drin. Hast lieber doppelt recherchiert, nochmal nur mehr Quelle dazu. Du, heute interessiert es nicht mehr. Es muss einfach zum Konsens passen. Fertig. Und wenn du jetzt gut recherchierst und kommst auf ein anderes Ergebnis, dann wird dir das sogar vorgeworfen, der Artikel wird verworfen oder er wird komplett umgebaut und sagt dann was ganz was anderes, als du eigentlich sagen wolltest. Und deswegen haben diese Journalisten einfach aufgehört. Ich sag gerade bei Tagesschau weißt echt nicht, stimmt's, was die uns sagen oder werden wir hier gerade angeflunkert? Ich bin es mittlerweile so, dass ich jede Aussage, ich habe mir neulich mal Tagesschau wieder mal angeschaut, mache ich selten, und ich habe jede Aussage einfach mal nachrecherchiert. Einfach jede einzelne Aussage, außer das Wetter. Das stimmt eh nicht, von dem her ist es ja egal. Ich stelle einfach fest, dass der Wahrheitsgehalt der deutschen Medien immer weiter sinkt. Also nicht bei allen Themen, es gibt viele Themen, da berichten sie ganz normal, das ist alles gut, aber sobald es um ideologische Themen geht, wie eine Energiewende, wie Flüchtlingskrise, wie das blöde C, sicherne Dinge wie irgendwelche Wirtschaftssachen, Europa, Euro, Inflation, da wird einfach irgendwas erfunden mittlerweile. Der Wahrheitsgehalt ist nicht so hoch. Und wenn man einfach jede, ich habe das ja schon immer gemacht, zum Beispiel bei Bild habe ich jede Aussage überprüft, bei RT Deutsch habe ich jede Aussage überprüft. Wenn ich aber die drei jetzt mal im Vergleich sehe, dann ist der Wahrheitsgehalt, ich hätte nie geglaubt, dass ich das mal sage, bei Bild TV mittlerweile höher als bei der ARD Tagesschau. Selbst bei Welt und NTV musst du dir viele Dinge schauen, auch wenn da der Wahrheitsgehalt noch höher ist als jetzt zum Beispiel bei einer Tagesschau. Das ist auch der Grund, warum ich wirklich jeden Tag mehrere Stunden irgendwo recherchiere. Und ich habe einen Vorteil gegenüber NTV, Tagesschau etc. Ich habe die größte Recherche-Abteilung in Deutschland. Und zwar euch. Ich glaube, es vergeht kein größerer Stromausfall mehr oder irgendetwas anderes, was ich nicht per E-Mail, per Kommentar, per Instagram, per Facebook etc. von euch mitgeteilt kriege. Es ist so viel, dass ich es gar nicht mehr alles lesen kann. Und so bin ich halt einfach immer top informiert. Auch wenn im Ausland irgendwas passiert, wenn in Österreich was passiert, in der Schweiz was passiert, in Frankreich, in was weiß ich wo, ich kriege von euch eine Mitteilung. Und deswegen kann ich dann also gut recherchieren, weil daraufhin setze ich mich dann in Bewegung und recherchiere das Ganze noch. Deswegen habe ich am 17.11. schon gesagt, soll das zahlen, sind gelogen. Und 14 Tage später hat es dann auch Welt ebenso erkannt. 14 Tage später. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mittlerweile, wie gesagt, ich recherchiere alles noch. 50% stimmen, 50% stimmen vielleicht nur zum kleinen Teil. Ein Thema, das momentan brutal aufkocht in die Medien, das ist die verbotenen Corona-Demos. Andere würden jetzt Spaziergänge dazu sagen, relativ friedlich. Wer also mal dabei gewesen ist, der weiß, dass 99,99% sehr friedlich haben, aber ein paar Deppen hast du halt immer dabei, das ist halt normal. Wenn man aber die Tagesschau schaut, was ist es dann? Dann haben dort 99% Deppen, die irgendwelche nur auf Krawall aus sind, die rechte Hand und sonstiges. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe gestern auf Welt zum Frühstück geschaut und da war ein Reporter und der ist einfach mal mitgegangen. Und der kam raus und du hast gemerkt, wie verstört der war. Der war richtig verstört, der hat gar nicht genau gewusst, was er gesagt hat. Der hat gesagt, er ist jetzt dort mitgegangen, er hat jetzt dort Juristen kennengelernt, Ärzte, Krankenschwestern. Er sagt, völlig normale Leute. Wie er das jetzt mit rechten Schwurbeln in Verbindung bringt, weiß ich nicht. Das hast du richtig gemerkt. Er wollte jetzt da sagen, das sind alles. Aber es war nicht so. Das sind ganz normale Leute, die dort mitgehen.
Ich habe selber erlebt, ich war also in Traunstein mit dabei als Presse. Ich habe also meinen Presseausweis ganz offiziell umhängen gehabt, meine Kamera in der Hand. Hier ist ein kleiner Spaziergang von den Pflegekräften hauptsächlich aus der Gegend um Traunstein. Und das Erste ist, die Polizei sperrt mal ab, damit nicht die ganzen gleichzeitig gehen können, sondern es dürfen immer nur kleine Gruppen gehen. An alle Personen auf dem Bahnhofsvorplatz. Wir bitten Sie, in Kleingruppen von bis zu 5 Personen den Weg dorthin zu nehmen. Fängt schon so hirnrissig an, gell, wie das Ganze eh schon ist. Es ist echt unglaublich. Wir haben jetzt durchgekommen, aber nur nachdem ich meinen Presseausweis vorgezeigt habe, durften wir durchgehen. Und die wollten eigentlich nur mit einem Kerzchen in der Hand durch die Stadt zur Kundgebung marschieren. Nichts viel. Wir haben keine 20 Meter gekommen. Und liebe Leute, ich bin absolut pro Polizei, weil ich kenne hunderte von Polizisten, ich habe viele finanziert, ich kenne es beruflich, ich kenne es vom Einsatz her, ich kenne es privat. Sind alle cool drauf. Aber das, was da war, dieser Einsatzzug aus Bamberg, da waren auch ein paar ganz normale dabei. Aber da waren auch die dabei. Das ist kein Scherz, die haben sie aufgeführt wie so scharf gemachte Pitbulls. Das kann man leider nicht anders mehr sagen. Ganz normale Leute wie ich und die Miri durften nicht durch Traunstöcke. Das muss man sich mal vorstellen. Was aber, damit man mal sieht, wie das die waren, zeige ich euch ein schönes Beispiel. Ich selbst habe einen Führerschein, ich darf mit Blaulicht fahren. Wenn ich einen dringenden Grund habe, dass ich gegen eine Einbahnstraße fahren muss im Einsatz, dann kann ich das machen, wenn ich das Blaulicht und die Sirene einschalte. Ansonsten darf ich das nicht. Aber hier sind 6 Autos von der Polizei gegen die Einbahnstraße ohne Blaulicht gefahren. Was das Coole war, da kam ein Autofahrer entgegen. Und der war ja im Recht, also ist einfach stehen geblieben und hat gewartet, was die Polizei so macht. Die haben dann über den Gehsteig drüber gefahren, haben dann sogar noch fast die Fußgänger mehr oder weniger gefährdet bei dem Ganzen. Kostet 25 Euro, wenn man entgegen die Einbahnstraße fährt. Weil, hier muss ich ganz einfach sagen, hier lag auch kein Grund vor. Es sind vielleicht 15, 20 Leute überhaupt da durchgegangen. Davor hatten vielleicht 10 ein Kerzchen dabei, waren also totale Terroristen. Und dass das rechtfertigt, dass ich mit 6 Autos entgegen der Einbahnstraße fahre, ohne Blaulicht, ohne Sirene. Nein, Freunde, da hört es irgendwo mal auf. Also ich hätte es nicht geglaubt, wäre ich nicht selber dabei gewesen. Klar gibt es auch die Volldeppen, die Rechten, die dort mitgehen, da brauchen wir auch nicht diskutieren, aber es ist ein Bruchteil von denen, die da mitgehen. Also ich empfehle einfach jeder mal, schaut es euch selber mal an, macht euch ein eigenes Bild, weil das ist die einzige Lösung, die man eigentlich machen kann. Wenn man sich selber ein Büttel gemacht hat, dann weiß man, von was man mitredet. Was haben wir denn sonst? Ja klar, wenn du YouTuber bist, du hast deine Hater. Die gehören scheinbar zu YouTube einfach mit dazu. Warum auch immer, ich weiß nicht, was die Leute... Vielleicht geil sie das auf, wenn sie irgendeinen doofen Kommentar haben. Ich kann euch auf alle Fälle sagen, dass ich mir meine Energiewende-Befürworter-Extremisten, übertrieben gesagt, wieder zurückwünsche. Die haben wenigstens mit einem mal diskutiert. Diese Impfbefürworter-Extremisten, mal übertrieben gesagt, die schreiben ja nur, das ist Quatsch. Leute, was ist denn das bitte für ein Kommentar? Das kann jeder Vollidiot ohne Hirn kann schreiben, das Video ist Quatsch. Bitte dann auch dazu schreiben, warum das Quatsch ist, was da Quatsch ist und Beweise mit anbringen. So funktioniert eine Diskussion. Glaubt denn einer ehrlich, weil jetzt er hier schreibt, das ist Quatsch, dass ich das Video vielleicht runterlösche oder sowas? Hey, lach da nur drüber. Da kann man nur noch drüber lachen, übersehene Kommentare. Und ich schreibe das dann auch mittlerweile, so ein schöner Satz, habe gesagt, so einen Satz, den kann jeder Vollidiot bringen. Beweise dazu zu bringen, da gehört schon Hirn dazu, wie schaut es denn bei dir aus? Ich warte auf deine. Und wisst ihr was? Da kommt nichts mehr. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich trotz meiner Größe und trotz der vielen Kommentare relativ wenig Hater habe, weil ich denen halt zurückzahle. Und die wissen dann nicht mehr, was sie sagen, was sie schreiben sind, weil sie keine Ahnung davon haben. Was sollen sie denn gegen meine Videos sagen? Ich beziehe mich auf WHO, auf Ärzteblatt, auf pharmazeutische Zeitschriften, auf medizinische Studien. Was soll man denn dagegen sagen? Es ist ja kein Geschwurpel, wie man sagt, sondern das sind halt einfach Fakten. Und genauso ist es bei der Energiewende. Auch hier rechne ich halt einfach mal nach. Entschuldigung, wenn ihr das nicht kennt. Ich meine, ich bin ja froh über jeden Kommentar, weil das ist gut für den YouTube-Algorithmus. Insofern, ich lache da immer drüber, wenn ich diese Kommentare sehe. Aber es ist komisch, weil die Energiewende-Befürworter, die haben halt wenigstens irgendwas geschrieben. War vielleicht nur Propaganda, es war vielleicht falsch, aber es war wenigstens was. Aber nur schreiben, das ist Quatsch. Ja. Was soll das bitte bringen? Das ist ja ein Witz. Gut, wenn wir gerade dabei haben, was ist sonst noch nervig? Nervig ist zum Beispiel, ich bin...
Mein Name ist Autor Kimga und ich habe als Gear-Review-Kanal begonnen. Und ich mache weiterhin Gear-Reviews. Einfach, weil ich eine Gear-Bitch bin und ich liebe Ausrüstung. Ich habe mir jetzt gerade zu Weihnachten einen Rucksack gegönnt von Tatonka, 70 Liter. Ich gebe zu, ich hätte ihn nicht gebraucht, aber ich fand ihn geil. Also habe ich mir einen gekauft. Das ist jetzt, glaube ich, mein 14. Rucksack. Ich habe die jetzt in alle Größen, alle Varianten, alle Farben, was ich halt gerade so brauche. Und wenn ich ein Gear-Review mache, dann ist immer das Gleiche. Der reine Werbekanal. Ja, leid. Glaubt ihr jetzt ernsthaft, dass ich deswegen das nicht mehr mache? Von irgendwas muss ich nämlich auch leben. Und tatsächlicherweise, ja, ganz klipp und klar, wenn ich irgendein Produkt vorstelle, dann habe ich mit, dann gibt es unten einen Link drin mit einem Rabattcode oft nur. Und dann kriegt ihr das günstiger und ich kriege eine kleine Provision dafür. Weil ich muss das von irgendetwas leben. Von den YouTube-Werbeeinnahmen kann ich noch lange nicht leben. Dafür bin ich noch viel zu klein. Ich glaube, ich habe noch nicht einen Monat gehabt, wo ich sage, okay, davon hätte ich jetzt leben können. Das heißt, Punkt A brauche ich dazu. Zum Zweiten bin ich einfach ein Gear-Bitch. Und zum Dritten fragen mich hunderte von Leuten immer, wenn ich es nicht mache, stell doch mal bitte das und das und das vor. Ich kriege hunderte von Mails, ich kriege Kommentare etc. Könntest du mir das vorstellen, das vorstellen, das vorstellen? Also bitte, liebe Leute, von mir aus schreibt sich, ich lese den Schmarrn überhaupt nicht mehr, weil es interessiert mich gar nicht. Ich mache das, das ist mein Kanal. Und was das cool ist, ich kann auf meinen Kanal machen, was mir gefällt. Und das mache ich. Ich weiß, dass das meisten einfach nur reiner Neid ist, weil die einfach sagen, boah, jetzt hat der schon wieder das Neiste und ich habe gar keins oder bla bla bla. Leute, es ist so einfach. Jeder kann einen YouTube-Kanal eröffnen. Ich ermutige hiermit jeden, macht seinen eigenen YouTube-Kanal auf, investiert mal so wie ich 3,5 Jahre eures Lebens. Jede Woche am Anfang vielleicht gelangen 30 Stunden, später werden es dann 40, 50 Stunden. Macht mal 350 Videos. Ja, und dann ruft plötzlich eine Firma Caterpillar an und sagt, welches Werkzeug hätten Sie denn gern von uns? Ich finde es so geil. Ich sag's ganz ehrlich. Und da kommen wir dann auch gleich zu meinem Großprojekt, warum ich das brauche. Und die wollen mich hier unterstützen mit dem, mit Werkzeug. Und das finde ich geil. Und das passiert aber halt nicht, wenn ich da mal rumsitze und nichts tue und faul auf der Couch liege. Dann passiert das halt nicht. Also Leute, jeder kann einen Kanal aufmachen. Auf YouTube steht das jeden frei. Macht's Videos, macht's das. Ich find's geil, mir macht Spaß. Ich werde es auch weiterhin machen und zwar genau in dem Stil, wie ich jetzt gemacht habe. Was ich nicht mehr so viel machen möchte, das sind einfach diese blöden C-Videos. Das ist, ich mache es, weil ich machen muss, weil einfach irgendwann steht es bei mir da oben und dann muss es raus. Genau, also wie gesagt, macht seinen eigenen Kanal, macht mal die ersten paar Videos und dann werdet ihr sehen, dann kann ich auch mal Hersteller anschreiben und sagen, ich hätte gern das und das zum Vorstellen. Und dann machen die das auch. Aber wenn ich natürlich sage, ich eröffne nächste Woche einen neuen Kanal, ich habe noch nie ein Video gemacht, dann wird auch jeder Hersteller sagen, ja, ja, ist klar. Mach du erstmal, wenn du mal deine ersten 100, 150 Abonnenten hast, 500 Abonnenten, dann reden wir mal drüber. Erst Arbeit, dann das Vergnügen, Freunde. Und weil wir gerade bei Gier sind, es gibt etwas, das wünsche ich mir schon sehr, sehr lange, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich möchte das endlich in 2022 umsetzen. Viele von euch kennen einen Survival Martin, der fährt so einen grünen VW-Bus. Und das finde ich einfach cool. Aber tatsächlich draufgebracht hat mir der Tom von Stromausfall-Info. Schöne Grüße an dieser Stelle. Das ist ja so mein österreichisches Pendant quasi. Der hat sich einen Nissan NV200 ausgebaut als fahrendes Büro, als Preppermobil und Campingmobil. Und das wird eines meiner Großprojekte. Ich möchte einen abgefuckten Bus umbauen zu einem Preppermobil. Der dann zum Beispiel, wo ich dann draußen vielleicht sogar irgendwelche Firmenschilder draufklebe, dass der von außen nicht oder so gut wie nicht zu erkennen ist, sondern dass du einfach sagst, das ist ein Firmenfahrzeug. Innen voll ausgestattet als fahrendes Büro, dass ich zum Beispiel einfach mal draußen irgendwo in die Berg fahren kann, um meine Videos zu schneiden mit Blick in die Berg. Stell mir einfach cool vor. Als Campingmobil, dass ich mit der Miri mal 2 Wochen nach Schweden fahren kann oder nach Kroatien oder nach was weiß ich wohin. Das ist so eins der Großprojekte, die ich vorhabe. Ich schaue mir manchmal einen an, oh, ich hätte schon einen gehabt, den hat mir aber leider jemand vor der Nase weggeschnappt. Naja, wir werden sehen. Gut, was kommt noch? Ihr wisst, Krisenvorsorge wird immer wichtiger und ich werde jetzt wieder auf meine Basics zurück. Es werde also Blackout-Basics geben. Was muss ich dazu wissen? Wie funktioniert eigentlich das Stromnetz? Ist tatsächlich schon 2 Jahre her, dass ich das mal vorgestellt habe, war ich selber überrascht. Und da hatte ich, keine Ahnung,
8.000 Abonnenten, jetzt habe ich über 67.000, also viele kennen das noch gar nicht. Wie beginne ich denn mit der Krisenvorsorge? Ich habe sehr viele neue dazu gewonnen. Wir werden also die Krisenvorsorge vom Beginn bis zum Fortgeschrittenen und Profi so langsam steigern, wofür alles mit drin ist. Welche Notnahrung? Welches Notwasser? Wie lage ich das? Wie kann ich Wasser in der Krise gewinnen? Wie kann ich mit wenig Platz Krisenvorsorge machen? Wie kann ich mit wenig Geld Krisenvorsorge machen? Wie kann ich im Notfall heizen, wenn es gerade ist? Wie kann ich mich verteidigen? All diese Dinge werden jetzt in einer schönen Reihe, die soll bis März fertig sein, weil ich einfach, wenn sich das mit dem Gas nicht ändert, momentan kommt ja mal wieder positives Gas in die letzten Tage, vielleicht geht dieser Kelch doch an uns vorüber, aber bis dahin sollte dann jeder spätestens vorgesagt haben. Dazu passt dann auch ein Video, das ich schon fertig geskriptet habe, Deutschland, deine Krisen. Was so in 2022 alles auf uns zukommen könnte, habe ich mal recherchiert. Und es ist leider sehr viel mehr, als mir lieb ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Blackout News möchte ich ja weiterhin einmal im Monat machen oder wenn es ist, mal so Breaking News, wie ich es gemacht habe. Die haben für mich immer, ich kriege so viele Sachen, die ich recherchiere, aber das ist nicht wert, ein Video leider zu machen. Und hier kann ich einfach mal die Sachen, die ich recherchiere, in ein einziges Video verpacken. Das macht es für euch viel spannender, weil ihr ganz viel komprimierte Infos auf einen Haufen kriegt. Und für mich einfacher, weil ich nicht 10 Videos machen muss, sondern das in einem Video machen kann. Insofern, genau, so mal die groben Aussichten. Also es wird weitergehen wie bisher. Vollgas natürlich. Und in diesem Sinne, bitte abonnieren und wenn Sie abonniert, die Glocke nicht vergessen. Ich bin in einem Themenbereich, ich bin nicht so Mainstream-konform und das mag YouTube nicht so. Das heißt, viele von euch werden einfach meine Videos gar nicht angezeigt. Deswegen die Glocke drücken, dann kriegt ihr immer Benachrichtigung und wisst Bescheid, wann ein neues Video kommt. So, in diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das meine ich absolut ernst. Denn ohne euch wäre das hier alles nicht möglich. Ihr hättet nicht diese Infos, ich könnte es nicht machen, könnt davon leben. Und insofern sage ich hier vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Video, euer Stefan von Atta Kimga. Servus!